Im Nordwesten Russlands liegt der Wald von Katyn, in dessen Boden mehr als 4000 polnische Offiziere ruhen, die 1940 einem Massaker des sowjetischen Geheimdienstes zum Opfer fielen. Nicht weit von den Polen liegen zahlreiche andere menschliche Überreste. Es sind Leichen sowjetischer Zivilisten, die einige Jahre zuvor auf die gleiche Weise hingerichtet wurden. Das Massaker von Katyn ist nur ein Bruchstück der Wahrheit. Ein winziges Beispiel für die hemmungslosen Morde, die Stalins Henker jahrzehntelang in der gesamten UdSSR verübten. Henker, die im Schatten handelten. Erbarmungslos und diszipliniert. Ihre Geschichte, Methoden und Namen können nun offenbart werden. На тайном привале, в глухом Чернолесье, плывет над рекой светло-сизый туман. Встает из тумана чуть слышная песня, негромкая песня лесных партизан. Костра не разложишь, чтоб лихо не вышло, цигарку и ту не запалишь, гляди, лишь песню затянешь, так тихо, чуть слышно, чтоб только слова отдавались в груди. Мало их пало, надо еще, 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 надо еще. Am 1. September 1939 marschiert die Wehrmacht in Polen ein. Die polnischen Verteidigungslinien werden überrannt. Bereits nach einer Woche ist Warschau eingeschlossen und wird von deutschen Flugzeugen und Kanonen bombardiert. Mitten in diesem Chaos, irgendwo östlich von Warschau, irrt Hauptmann Josef Czapski mit den Überresten seiner Schwadron umher. Czapski ist Reserveoffizier. Im Zivilleben ist er Kunstmaler. Wir waren am Ende unserer Kräfte und doch fest entschlossen, den Nazis die Stirn zu bieten, erinnert er sich. Wir versuchten, unsere Männer zu sammeln und ahnten nicht, dass wir bald Opfer einer der größten Niederträchtigkeiten des 20. Jahrhunderts werden sollten. Einige Wochen zuvor hatten Molotow und von Ribbentrop die Außenminister Stalins und Hitlers einen Nichtangriffspakt unterzeichnet, der die Welt erstarren ließ. Was aber noch keiner weiß: Deutschland und die UdSSR haben insgeheim vereinbart, Polen untereinander aufzuteilen. Und Stalin will jetzt seinen Teil des Kuchens. Am 17. September marschiert die Rote Armee in Ostpolen ein. Die Überraschung ist total. Die polnischen Soldaten sind wie betäubt. »230.000 Mannschaften und Offiziere werden von den Sowjets gefangen genommen und entwaffnet.« Auch Hauptmann Czapski wird in eine Marschkolonne eingereiht. Unsere Bewacher sagten uns nichts und drohten allen, die nicht Schritt hielten, berichtet Czapski. Sie führten uns nach Osten, in Richtung Tarnopol. In Tarnopol, wie im gesamten Osten Polens, stammt ein Großteil der Bevölkerung aus der Ukraine und aus Weißrussland. Zwei nationale Minderheiten, die beide nach Unabhängigkeit streben.
Die ukrainischstämmigen Einwohner empfangen die Soldaten der Roten Armee als Befreier. Sie verteilen Zeitungen auf Ukrainisch, die verkünden, die Sowjetunion betrachte die Ukrainer als Brüder und sie stünden von nun an unter Moskaus Schutz. Die sowjetische Propaganda macht sich über den polnischen Außenminister lustig. Улица вспоминает пана Бека. Какой гибкий был пан! Und zieht über den Oberkommandierenden der polnischen Armee her. Pan Ryk, smigły, guläet po Paris. Dann, fährt Czapski fort, marschierten wir weiter gen Osten in Richtung sowjetischer Grenze. Auch der jüdische Arzt Salomon Slowes, Reserveoffizier wie Czapski, wurde gefangen genommen. Er passiert die sowjetische Grenze auf einem Lastwagen. Die Fahrt endet nach mehreren Tagen irgendwo im Innern Russlands. Wir wurden auf einem riesigen Feld versammelt, erinnert sich Slowes. Eine endlose Schlange von Soldaten inmitten von nirgendwo. Jeder wartete darauf, seinen Namen, seinen Dienstgrad und seine Dienstnummer anzugeben. Ich war fast an der Reihe, als der Kerl vor mir den beiden sowjetischen Offizieren stolz erklärte, er sei auch Kommunist. Schnauze, antwortete der eine. Wir sind schon bedeutendere Kommunisten als dich losgeworden. Unsere Blicke wanderten zwischen den Sowjets und dem armen Teufel hin und her. Das Land seiner Träume hatte sich auf einmal brutal verdunkelt. Hauptmann Czapski wird von seinen Männern getrennt und zusammen mit tausenden anderer polnischer Offiziere in ein seltsames Gefängnis gesperrt. Es ist das ehemalige Kloster Starobielsk, nahe der gleichnamigen kleinen Stadt im Osten der Ukraine. In einigen der Mauern, so Czapski, waren tiefe Löcher zu sehen, Einschüsse von Kugeln. Die Wachen bestätigten mir seelenruhig, hier seien während des Bürgerkriegs Bourgeois erschossen worden. Mehr konnte ich von ihnen nicht erfahren. Außer um uns Befehle zuzubellen, blieben unsere Wachen hartnäckig stumm. In Starobielsk, erinnert sich Czapski, gab es Lautsprecher, die ohne Unterlass liefen und in voller Lautstärke Musik von Chopin oder Mussorgsky spielten. Auf die Dauer versetzte das die Gefangenen in eine Art Depression. Unsere Baracken waren zum Bersten voll und viele Kameraden mussten sich unter die Pritschen drücken, wenn sie nicht draußen schlafen wollten. Wie Josef Czapski sind mehr als die Hälfte der Gefangenen Reserveoffiziere, Zivilisten in Uniform, Ärzte, Ingenieure, Lehrer, Anwälte, Beamte, Architekten, Schriftsteller, Künstler. Insgesamt 3.800 polnische Offiziere sind in Starobielsk zusammengepfercht. Der Arzt Salomon Slowes landet in einem anderen Klostergefängnis. Im russischen Städtchen Kosielsk. Die Lautsprecher spielten pausenlos Musik, unterbrochen von Parolen, erinnert sich Slowes. Und das ging uns mächtig auf die Nerven. Wir saßen in einem Gefangenenlager, das an nichts Bekanntes erinnerte. Um sich die Zeit zu vertreiben, zeichnet Salomon Slowes seine neue Umwelt. In der Mitte die Kirche,
umgeben von hastig errichteten Baracken, in denen die Gefangenen hausen. In Kosielsk sind 4.500 polnische Offiziere untergebracht. Es gibt noch ein drittes Kloster, das als Gefängnis dient. Ostaschkow. Auf einer kleinen Insel inmitten eines Sees im Norden Russlands. Hier werden 6.500 Polen gefangen gehalten. Genau wie ihre Landsleute in Starobielsk und Kosielsk haben sie nicht die geringste Ahnung, was die Sowjets mit ihnen vorhaben. Sie sind von nun an in den Fängen des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten, abgekürzt NKWD, einer erbarmungslosen Unterdrückungsmaschinerie aus Männern und Frauen, die der Sache der Partei blindlings ergeben sind. Der NKWD ist die Nachfolgeorganisation der Tscheka, der politischen Polizei, die die Bolschewiki 1917 unmittelbar nach ihrer Machtübernahme geschaffen haben. Geleitet wird sie in den Anfangsjahren von einem Bolschewik polnischer Herkunft, Felix Dzerzhinski. Tscheka ist die Abkürzung für Außerordentliche Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage. Bei ihrer Gründung zählt sie lediglich 600 hartgesottene Aktivisten. Während des Bürgerkriegs zwischen Weißen und Roten haben die Tschechisten die Aufgabe, die Diktatur der Partei in den eroberten Gebieten zu errichten. Nachdem die Weißen die Stadt Kiew von der Roten Armee zurückerobert haben, werden die Methoden der Tscheka zum ersten Mal offen sichtbar. Alle tatsächlichen oder vermeintlichen Gegner, bisweilen auch einfach nur zufällig anwesende Passanten, wurden entkleidet, exekutiert und in Massengräber geworfen. Den Tschechisten geht es darum, das Verschwinden der alten Welt zu forcieren, das in den Augen der Partei als so oder so unumgänglich gilt. Unser Handeln, sagt Dzerzhinski, versteht sich im Namen der Partei als eine Methode, den kommunistischen Menschen zu erschaffen. Doch offenbar sollen die Aktionen, mit denen die Diktatur des Proletariats verwirklicht werden soll, geheim bleiben. Ohne die Wechselfälle des Bürgerkriegs wären die Gräber nie entdeckt worden. Der Chef der Tschechisten muss für seine Männer ein Beispiel sein, erklärt Dzerzhinski in einem Brief an seine Frau. Keine Zeit, an dich zu denken. Ich bin erschöpft und kenne keine Rast. Mitunter richte ich die Schuldigen selbst hin. Meine Hände sind voll Blut. Im Laufe des Jahres 1918 verhaften die Tschechisten 3000 Priester und richten sie hin. Einige lassen sie geschmolzenes Blei schlucken, um sie für ihren Glauben büßen zu lassen. Aus verlassenen Klöstern werden Gefängnisse und Hinrichtungsstätten. Zu Beginn des Jahres 1920 richtet sich die Tscheka im Herzen Moskaus in einem weiträumigen Gebäude am Lubjanka-Platz ein. Das Untergeschoss wird zu einem Labyrinth aus Verhör- und Hinrichtungszellen umgebaut. Im Jahr darauf, als der Bürgerkrieg gewonnen ist, steigt die Personalstärke der Tscheka von 600 auf 260.000. Das ist die letzte bekannte Zahl. Danach wird sie geheim gehalten. Die Tschechisten kontrollieren die Städte. Menschen werden aus unbekannten Gründen verhaftet und tauchen nicht mehr auf. Als hätte es sie nie gegeben. Ab 1922 nennt sich die Tscheka GPU, das Kürzel für staatliche politische Verwaltung. Auch wenn Dzerzhinskis Männer sich untereinander weiter als Tschechisten bezeichnen.
Die GPU zieht alle möglichen Opportunisten an, die nichts dagegen haben, sich die Hände schmutzig zu machen. Oder denen das sogar gefällt. Unter ihnen ein gewisser Lavrenti Beria. Der Georgier, Kind einer bitterarmen Familie, zeigt früh sein Talent. Beim Ausbruch der Revolution ist er 18 Jahre alt und beschließt auf eigene Faust, die georgischen Eliten zu unterwandern, indem er sich als antibolschewistischer Aktivist ausgibt, um dann der Checker die Namen aller zu exekutierenden Honoratioren zu liefern. Prompt wird der junge Mann von der georgischen Checker rekrutiert, in der er schnell aufsteigt. Beria folgt dem Beispiel seines Chefs Dzerzhinski. Der junge Tschechist imponiert seinen Vorgesetzten, indem er die bedeutenderen Verdächtigen persönlich foltert und liquidiert. Musik. 1926 erliegt Felix Dzerzhinski einem Herzinfarkt. Er wird durch zwei Tschechisten der ersten Stunde ersetzt. Den ebenfalls herzkranken Wjatscheslaw Menjinski und dessen rechte Hand Henryk Jagoda, dem der Hauptteil der Arbeit zufällt. Die Partei organisiert für Dzerzhinski ein grandioses Begräbnis, entsprechend seiner Verdienste. Dzerzhinski hinterlässt eine unerbittliche und paranoide Repressionsmaschinerie, die sogar die eigenen Leute terrorisiert. Ungeachtet seines Ranges arbeitet jeder Tschechist unter der Drohung einer belastenden Akte, in der seine Vergangenheit, seine Schwächen, seine Irrtümer festgehalten sind. Kein Tschechist ist gegen Verhör und Verhaftung gefeit. Der Muster-Tschechist Lavrenti Beria steigt indessen weiter auf. Der unermüdliche Arbeiter wird 1927 an die Spitze der GPU für ganz Georgien berufen. Er ist jetzt der absolute Herr in Tiflis, ehrgeizig wie eh und je. Der Georgier hat darauf geachtet, seine Fäden bis in den Kreml zu knüpfen, wo er von einem Mitglied des Politbüros protegiert wird. Anastas Mikoyan ist der getreue Weggefährte eines anderen Georgiers, der gerade all seine Mitbewerber im Kampf um die Macht beseitigt hat. Josef Stalin. Ab 1929 etabliert Stalin nach und nach sein persönliches Regime. Und die Tschechisten werden einen Gang zulegen müssen. Fürs Erste hat ihr Führer beschlossen, die sowjetische Landwirtschaft zu kollektivieren. Damit 110 Millionen Bauern, drei Viertel der sowjetischen Bevölkerung, ihr Stück Land aufgeben und sich in kollektiven Betrieben zusammenschließen, werden die Tschechisten viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die GPU lässt 30.000 Bauern verhaften, die als Kulaken, als reiche Großbauern bezeichnet werden. Wobei ein Bauer schon als reich gilt, wenn er eine Kuh besitzt. Die von der Propaganda erfundenen Kulaken gibt es nicht. In der Ukraine, der Kornkammer der Sowjetunion, ist der Widerstand gegen die Kollektivierung besonders stark. Als Reaktion darauf deportieren die Tschechisten 110.000 ukrainische Bauern. Unter anderem in den Lagerkomplex der Solowjetski-Inseln im Weißen Meer, wo sie durch Arbeit umerzogen werden sollen. Um der Masse der Deportierten Herr zu werden, erweitert die GPU ihr repressives Arsenal um eine neue Institution, den Gulag. Innerhalb von 2 Jahren hat die GPU den Widerstand der Bauern gegen die Kollektivierung gebrochen.
Aber die funktioniert nicht. Die Ernteerträge sinken gefährlich. Gleichzeitig werden den Bauern völlig unrealistische Lieferquoten auferlegt. Nach einer katastrophalen Ernte in der Ukraine werden die Kollektive gezwungen, dem Staat ihr Saatgetreide abzuliefern. Die Folge? Es gibt kein Saatgut für die nächste Ernte. In der Ukraine bricht eine Hungersnot aus. Dennoch verlangt Stalin, dass die Quoten eingehalten werden. Am 20. November 1932 wird angeordnet, dass Kollektive, die kein Getreide abgeben können, ersatzweise Fleisch liefern. Aber auch Fleisch gibt es schon lange nicht mehr. Eine Woche später werden die Tschekisten beauftragt, die Namen der Dörfer, die ihre Quoten nicht einhalten, an schwarze Tafeln zu schreiben. Ihre letzten Getreidevorräte werden beschlagnahmt. Den Bauern wird verboten, ihr Dorf zu verlassen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Den Tschekisten ist untersagt, schriftliche Aufzeichnungen über Auswirkungen dieses Verbots zu machen. Die Methoden, mit denen die ukrainische Bauernschaft gebrochen wird, sollen der Welt verborgen bleiben. Im Frühjahr 1933 gelingt es dem britischen Journalisten Gareth Jones, heimlich in die Ukraine zu reisen. Jones ist nach 1929 und 1931 zum dritten Mal vor Ort. Er erkennt das Land nicht wieder. Es ist von Leichen übersät, die niemand begräbt. Während der Brite immer tiefer vordringt, sterben jeden Tag 10.000 Ukrainer. Da es nichts mehr zu essen gibt, wird hier und da das jüngste Kind getötet, um die anderen am Leben zu erhalten. Manchmal opfert sich eine Mutter und fordert ihre Kinder auf, sie zu essen. Das Phänomen greift derart um sich, dass die GPU Tausende von Bauern wegen Kannibalismus hinrichten lässt. In einer Reihe detaillierter Artikel offenbart Gareth Jones im Guardian das Ausmaß der ukrainischen Katastrophe und beschuldigt den Kreml, unmittelbar verantwortlich zu sein. Moskau leugnet kategorisch die Existenz einer Hungersnot und wirft dem Journalisten Antikommunismus vor. Die von Gareth Jones enthüllten Fakten prallen auf die undurchdringliche Mauer der Propaganda, die unermüdlich die offizielle Version verkündet. Die Kollektivierung sei ein fantastischer Erfolg. Bilder im Dienst der Staatslüge. Die Propaganda zeigt Massen von Mähmaschinen, die es nicht gibt. Sie behauptet, die Ernte in der Ukraine sei ausgezeichnet gewesen, während sie in Wirklichkeit katastrophal ausfiel und die Menschen verhungern. So schaffen es die sowjetischen Machthaber, 4 Millionen Ukrainer kaltblütig im Schatten der Lüge zu ermorden. . 1934 stirbt der Chef der GPU, Wjatscheslaw Menjinski, im Alter von 59 Jahren. Auch er an einem Herzinfarkt. Seine rechte Hand, Henrich Jagoda, übernimmt die Leitung der GPU, die bald in NKWD umbenannt wird. Der NKWD ist das Rückgrat eines Sowjetstaats, der ab jetzt die Propaganda in noch nie dagewesenem Ausmaß kontrolliert. Die Tschekisten sind die Beschützer eines unerschütterlichen Lügengebäudes.
Sie werden Stalin zur absoluten Herrschaft über die Partei verhelfen. Die Weggenossen Lenins aus den Zeiten vor der Revolution, sie werden Altbolschewiki genannt, halten sich für unantastbar. Ihnen gilt der nächste Schlag. Henrich Jagoda, der hier ein Gulag-Lager besucht, soll die führenden Altbolschewiki liquidieren. Er befiehlt dem NKWD, sie aufgrund gefälschter Beweise zu verhaften. Es folgen Schauprozesse, an deren Ende die psychisch zermürbten Angeklagten ihre erfundenen Verbrechen gestehen und hingerichtet werden. Lavrenti Beria hat es als NKWD-Chef von Georgien mittlerweile zum Vertrauten des Stählernen gebracht. Er ist für Stalins persönliche Sicherheit verantwortlich, wenn der in seiner Heimat Georgien Urlaub macht. Beria, hier mit Stalins Tochter Svetlana Alilujewa auf dem Schoß, hat sich vor allem bei der Liquidierung der georgischen Altbolschewiki hervorgetan. Der ehrgeizige Tschechist hat das ideale Profil, um eines Tages an die Spitze des NKWD aufzusteigen. 1936 wählt Stalin zunächst jedoch Nikolai Jezow aus den Reihen des NKWD, um Henrich Jagoda abzulösen und die nächste Säuberungswelle einzuleiten. Er ist ein paranoider Perverser mit so vielen infektiösen Krankheiten, dass alle Welt sich fragt, wie er überhaupt noch stehen kann. Auf Stalins Befehl hin wird Jezow fast sämtliche Generäle der Roten Armee und zwei Drittel der Mitglieder des Zentralkomitees der Partei hinrichten lassen. Die Säuberung des sowjetischen Machtapparats ist allerdings nur der sichtbare Teil einer neuen, maßlosen Operation. Am 30. Juli 1937 erweitert der Geheimbefehl Nummer 00447 die Säuberungen auf die gesamte sowjetische Gesellschaft und legt für jede Region Quoten fest. Insgesamt sollen 200.000 angebliche Verbrecher und Saboteure in Lager des Gulag deportiert und 70.000 weitere hingerichtet werden. Die regionalen NKWD-Verantwortlichen wetteifern geradezu darin, die Quoten zu übertreffen und schicken dem Kreml hunderte zusätzliche Vorschläge für Deportierung und Hinrichtung. Vorschläge, die Tag für Tag, ohne mit der Wimper zu zucken, von Stalin und den anderen 5 Mitgliedern des Politbüros abgesegnet werden. Kliment Voroschilow, Vjatcheslav Molotow, Anastas Mikoyan, Lazar Kaganovich und Michail Kalinin. In der Regel werden die Betroffenen nachts verhaftet und in eins der unzähligen Gefängnisse des NKWD gebracht. Ihre Geständnisse dürfen durch Folter erzwungen werden, deren Einsatz die Parteiführung offiziell erlaubt hat. So entstehen auch Listen mit den Namen angeblicher Komplizen, die prompt ebenfalls verhaftet werden. Für die nächste Phase verfügt der NKWD über professionelle Killer unter der Führung eines gewissen Wassili Blochin, ein ehemaliger Hirte, der den Ruf hat, mit außergewöhnlicher Kaltblütigkeit zu töten. Blochin wird von Stalin zum ständigen Leiter der Hinrichtungskommandos ernannt. Zu seinen Aufgaben gehört es, Spitzenfunktionäre der Partei persönlich zu liquidieren. Hingerichtet wird meist nachts, in einer schalldichten Zelle.
Das Opfer wird von zwei NKWD-Agenten festgehalten, während ein dritter ihm in den Nacken schießt. Blochin und seine Männer benutzen den Nagan-Revolver, die traditionelle Waffe der Tschechisten, nur ungern. Er sei zu schwer und würde sich zu schnell erhitzen. Sie arbeiten lieber mit der deutschen Walter-Pistole, einer leichten und zuverlässigen Waffe, deren Kaliber 7,65 das Blutspritzen im Rahmen halte. Dank der Walter-Pistole können die Opfer mit der Regelmäßigkeit eines Metronoms hingerichtet werden. Im 2-Minuten-Takt, wenn es sein muss. Die Leichen werden anschließend per Lastwagen weggebracht. Entweder werden sie im Krematorium verbrannt, das die ganze Nacht in Betrieb ist, oder in Massengräber geworfen, die in aller Abgeschiedenheit ausgehoben werden, oft in Waldgebieten. Dann werden die Gruben von Bulldozern zugeschüttet. Gleich danach lässt der NKWD junge Bäume über den Gräbern pflanzen, häufig Tannen, die schnell wachsen. Innerhalb kurzer Zeit verschwindet so jede Spur. Auf diese Weise liquidiert der NKWD in nur anderthalb Jahren 750.000 Sowjetbürger, methodisch und ohne Zeugen. Агентуры фашистских разведывательных органов, реставраторов капитализма, партия поставила во главе НКВД верного своего сына, друга и соратника товарища Сталина Николая Ивановича Ежова. Николай Ежов genießt von nun an den parteiüblichen Personenkult. Aber nicht lange. Stalin beschuldigt ihn, zugelassen zu haben, dass der NKWD von Verrätern unterwandert worden sei. Also macht sich Ježov daran, den NKWD zu säubern. Und die Tschechisten beginnen, einander gegenseitig zu liquidieren. In diesem Irrenhaus werden einige sogar mit dem Ruf „Es lebe Stalin“ in den Tod gehen. Der selbstzerstörerische Aktionismus ist nichts als ein Manöver Stalins, um die Säuberer zu säubern. Er verwischt die Spuren. Am 15. März 1938 wird Hendrik Jagoda in die schalldichte Zelle der Lubjanka geführt, wo Nikolai Ježov auf ihn wartet. Jagoda hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er nützt nur nichts mehr. Und er könnte eines Tages sogar lästig werden. Wassili Blochin exekutiert seinen alten Chef vor den Augen des Neuen. Ein Jahr später setzt Stalin Nikolai Ježov ab. Und ernennt an dessen Stelle Lavrenti Beria zum Leiter des NKWD. Der neue Chef weiß nur zu genau, dass allein jene überleben, die Stalin nützlich sind, und wird alles tun, um sich unentbehrlich zu machen. Als die Sowjetunion am 17. September 1939 in Polen einfällt, leitet Beria umgehend die Maßnahmen zur Sowjetisierung der eroberten Gebiete ein. Er weist die Rote Armee an, dem NKWD an bereits festgelegten Sammelstellen alle gefangen genommenen polnischen Offiziere zu übergeben. Salomon Slowis und seine Kameraden sind nun schon 4 Monate im Klostergefängnis von Kosielsk. Wir durften mit unseren Familien korrespondieren, wenngleich die Kosielska-Anschrift geheim war. Unsere Verwandten mussten als Adresse Erholungsheim Gorki,
Moskau, Postfach 12, angeben. Der NKWD organisierte regelmäßige Seminare über den Sozialismus sowie Politikunterricht. Wir mussten die Geschichte der Partei studieren und Stalins und Molotows Reden diskutieren, die auch über die Lagerlautsprecher übertragen wurden. Abends wurden oft Filme mit erzieherischem Wert vorgeführt. Zum Beispiel Panzerkreuzer Potjomkin. Ich fand den Film interessant, aber viel zu theatralisch. Josef Czapski ist noch immer im Klostergefängnis Starobielsk eingesperrt. Nachts wurden wir manchmal einzeln verhört, erinnert er sich. Es wurde nicht gefoltert. Der NKWD wollte nur alles wissen. Über uns, unsere Familien, unseren Glauben, unsere Überzeugungen. So wurde ich einmal gegen 1 Uhr nachts aus dem Bett geholt. Sie haben also 8 Jahre lang in Paris als Kunstmaler gearbeitet? Fragte mich der Tschechist. Ja, von 1924 bis 1932. Welche Befehle hatten Sie von Ihrem Außenminister? Keine. Er wusste nicht mal, dass ich in Paris bin. Welche Befehle hatten Sie von seinem Stellvertreter? Keine. Er wusste auch nichts davon. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Sie hatten die Aufgabe, einen Plan von Paris zu zeichnen und Ihrem Minister zu schicken. In Paris können Sie einen Plan an jeder Ecke kaufen. Sie lügen. Lügen Sie den NKWD nie an, Hauptmann Czapski. Viele Offiziere halten die Verhöre für reine Schikane. Keiner kann sich vorstellen, dass es sich um eine Selektion handelt, die darüber entscheidet, wer leben und wer sterben soll. In der Zwischenzeit wird der besetzte Ostteil Polens von der UdSSR offiziell annektiert. Die Überwachung der Operation überträgt Stalin einem Neuzugang des Politbüros. Dem Ukrainer Nikita Chruschtschow. Произошли как будто незаметные изменения. Те же магазины, но на них украинские вывески и торгуют в них государственные и кооперативные организации. Хрущёвs Aufgabe: Jede Erinnerung an Polen zu tilgen. Die Bevölkerung soll sowjetisiert werden. На Западной Украине открыто 13 высших школ. Профессор Кирилл Студинский был лишен кафедры польскими властями. Сейчас он член Академии наук УССР и депутат Верховного Совета Союза. Много нового вошло в жизнь. Новые граждане учатся не только в школах. Они хотят понять, усвоить, познать новый мир. Während die Musterschüler lernen, erstellt der NKWD akribisch eine Liste aller Polen, die als nicht sowjetisierbar gelten. Mitglieder der nicht-kommunistischen Parteien und der Studentenvereine, Polizisten, Gendarmen, Offiziere aller Waffengattungen, sämtliche Personen mit Kontakten zum Ausland, Beamte ab dem Rang eines Abteilungsleiters, Journalisten, Künstler, Geistliche, industrielle Unternehmer, Hotel- und Restaurantbesitzer. Beria studiert sorgfältig die Berichte der Lagerkommandanten von Kosielsk, Starobielsk und Ostaschkow. Auch nach 5-monatiger Gefangenschaft werden die polnischen Offiziere, was wenig überrascht, als unempfänglich für politische Erziehungsarbeit beschrieben.
Sie organisieren Widerstandsgruppen, intellektuelle Zirkel und heimliche Gottesdienste. Manche bezeichnen sogar den sowjetischen Staat offen als imperialistisch. Indessen begibt sich Beria in das Untergeschoss der Lubjanka, in die Hinrichtungszelle. Dort trifft er auf seinen Vorgänger, Nikolai Jezow, der nach der üblichen Folter seine Verbrechen gegen Stalin gestanden hat. Vermutlich sorgt sich Jezow um das Schicksal der sechsjährigen Natalia, die er adoptiert hat, nachdem er die Hinrichtung ihrer Tschechisteneltern befohlen hatte. Die Sechsjährige wird an diesem Tag zum zweiten Mal waise. Und wieder ist es Wassili Blochin, der einen ehemaligen NKWD-Chef vor den Augen seines Nachfolgers liquidiert. Einen Monat später, am 5. März 1940, besiegelt Berias Memorandum 794b an den Genossen Stalin das Schicksal der polnischen Offiziere. Sie alle sind geschworene Feinde der Sowjetmacht und voller Hass gegen das sowjetische System. Beria schlägt vor, sich sowohl der 14.700 Polen zu entledigen, die in den Klostergefängnissen einsitzen, als auch weiterer 11.000 Offiziere und Zivilisten aus der sowjetischen Zone Polens. Es empfiehlt sich, so seine abschließenden Worte, ihnen die höchste Strafe aufzuerlegen, Tod durch Erschießen. Wie üblich wird der Vorschlag von allen anwesenden Mitgliedern des Politbüros angenommen und trägt die Unterschriften von Stalin, Woroschilow, Molotow und Mikojan. Zwei abwesende Mitglieder, Kalinin und Kaganowitsch, erklären sich telefonisch einverstanden. Nikita Chruschtschow ist in der Ukraine und kann nicht erreicht werden. Die Sitzung wird um 2.10 Uhr morgens beendet. Routine. Um den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten, sollen die Polen bis zur letzten Minute glauben, dass ihre Freilassung bevorsteht. Ab dem 5. April 1940 werden die Gefangenen des Lagers in Ostaschkow nach und nach in verriegelten Waggons ins NKWD-Gefängnis von Kalinin gebracht, wo Wassili Blochin und seine Männer auf sie warten. Was dort geschieht, bezeugt viele Jahre später der NKWD-Offizier, der die Anstalt leitet, Dmitri Tokarev. Причем на меня произвело жуткое впечатление, когда первый раз зашли ко мне в кабинет Блохин, Синегубов и Кривенко. Ну, пойдемте, начнем. Пойдем, товарищ. Отказаться было трудно. Обшили кошмой двери, которые выходили в коридор, чтобы не были слышны выстрелы в камерах. Потом проводили осужденных, будем так говорить, через коридор, сворачивали налево, тут красный уход, в красном уголке сверяли по списку, совпадают ли данные, установочные данные, нет ли тут ошибки. Вот, а потом, когда удостоверяли, что это тот человек, который должен быть расстрелян, тут же надевались на него наручники и вели его в камеру, где производился. А потом из нее, из этой камеры, был выход во двор. Вот туда вытаскивались уже трупы, погружались на машины. Первый раз 300 человек. За одну ночь, да? Да. Но расстрелы продолжались уже при восходе солнца. Солнце уже было на небе. Решили, Блохин распорядился, больше 250 не вывозить. So geht das jede Nacht, bis zum 22. Mai 1940. Mit nur einer Unterbrechung. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist auch für die Mörder ein Feiertag. 6.287 Exekutionen in Kalinin,
Die Gefangenen aus dem Kloster in Starobielsk werden ins NKWD-Gefängnis von Charkow verfrachtet, wo die Henker 6 Wochen lang Nacht für Nacht den Abzug drücken. 3.869 Exekutionen in Charkow. Die Gefangenen von Kosielsk werden in einen Vorort von Smolensk gebracht. Dann per LKW in den Wald von Katyn, wie es der polnische Filmemacher Andrzej Wajda rekonstruiert hat, dessen Vater in Katyn ermordet wurde. Einige Offiziere werden in eine Datscha gebracht, die der NKWD als Erholungsheim nutzt. Aber die meisten werden unmittelbar am Rand der Gruben erschossen. Anders als sonst und unerklärlicherweise finden die Morde in Katyn im Freien statt und am helllichten Tag. ...4.404 Exekutionen. Das Massaker von Katyn. Doch damit ist die makabre Aufzählung noch nicht vollständig. Der NKWD deportiert zur gleichen Zeit die in Polen verhafteten Offiziere und Zivilisten in die Gefängnisse von Kiew, Charkow und Minsk, wo sie hingerichtet werden. 7.305 weitere Hinrichtungen. In nur 1,5 Monaten hat der NKWD fast 22.000 Offiziere und Vertreter der polnischen Elite liquidiert. In einem Geheimbefehl vom 26. Oktober 1940 belohnt Beria die beteiligten NKWD-Agenten mit einem zusätzlichen Monatsgehalt. Dieser Befehl enthält auch die Namen der Täter. Unter ihnen Wassili Blochin, der die Erschießung der Gefangenen in Ostaschkow leitete, zusammen mit Nikolai Singubov und Michail Krivenko. Der Befehl nennt außerdem Fjodor Ilin, Josef Gribov, Timofej Kupri, Ivan Feldmann, Ivan Stepanov. Auch Brüder sind dabei, Nikolai und Wladimir Kostjuschenko, sowie die alkoholkranken Ivan und Wassili Chigalev, die Blochin ständig im Auge behält. Schließlich 2 Frauen, Serafima Kuznetsova und eine gewisse Bulachova, deren Vorname nicht genannt wird. Insgesamt 47 Tschekisten, die innerhalb von 6 Wochen 22.000 Menschen umgebracht haben. Das ist schon mal eine kleine Prämie wert. Aber der NKWD belässt es nicht dabei. Jetzt gilt es, alle Spuren der Aktion zu verwischen. Возьми двоих. Есть. Пойдем быстро. Открывать! Это вы, Эльжбета Александровна? Да. Жена офицера армии польской Казимежа Игнатьевича? Да. Собирайте вещи.
In nur 2 Nächten werden alle Angehörigen der hingerichteten Offiziere verhaftet. Insgesamt 60.000 Personen und in den Gulag geschickt. Почему девочка плачет? Не плачь, ты что, к папе не хочешь? Ну пойдемте, пойдемте, быстрее, пойдемте. Не волнуйтесь, так же к мужу едете. Aus der Deportation schreiben 4 Offizierskinder an den Kreml. Geliebtes Väterchen Stalin, wir wenden uns an dich und flehen dich an, uns unsere Papas zurückzugeben, die im Lager von Ostaschkow arbeiten. Unser Leben ist jetzt hart, unseren Müttern geht es nicht gut und wir verhungern. Deshalb bitten wir dich demütig, Väterchen Stalin, uns nicht zu vergessen. Wir versprechen dir, gute Sowjets zu sein. Es ist nur so schwer, ohne unsere Papas zu leben. Auf Wiedersehen, Väterchen Stalin. Auf diese erste Welle von 60.000 Verhaftungen und Deportationen folgen noch 2 weitere, erheblich massivere. Insgesamt wird 1 Million sogenannter nicht sowjetisierbarer Polen nach Kasachstan und nach Sibirien deportiert. Sie treffen dort auf jene Hunderttausende sowjetischer Bauern, die ihrerseits in den Jahren nach 1930 deportiert wurden und nicht im geringsten daran denken, den Polen zu helfen. Die ersten Opfer der Entbehrungen in der ungewohnten Umgebung sind die Kinder. Josef Czapski gehört zur letzten Gruppe, die aus Starobielsk abtransportiert wird. Zu seiner Überraschung wird er nicht freigelassen, sondern in ein anderes Klostergefängnis des NKWD überstellt. Nach Gryazowetz. Dort trifft er auf 350 Offiziere aus den 3 Klöstern, den einzigen Überlebenden eines Massenmordes, von dem sie nicht die geringste Ahnung haben. Unter ihnen ist auch Salomon Slowes, der sich mit Czapski anfreundet. Keiner der beiden versteht, warum sie nicht zu ihren Kameraden gebracht wurden, von denen sie glauben, sie seien freigelassen worden. Um nicht den Verstand zu verlieren, organisiert Czapski Seminare über Marcel Proust. Tag für Tag rekonstruiert er mit seinen Kameraden aus dem Gedächtnis die 7 Bände der Suche nach der verlorenen Zeit. Wahrscheinlich wird sich nie klären lassen, warum die Tschechisten gerade diese Handvoll Polen verschont haben. Möglicherweise einfach, weil ihre Führer gedacht haben, sie könnten ihnen eines Tages von Nutzen sein. Ein Jahr später hat sich die internationale Lage von Grund auf geändert. Hitler hat den Pakt mit Stalin zerrissen und fällt in die Sowjetunion ein, deren grenznahe Einheiten überrannt werden. Das Debakel der Roten Armee scheint vollkommen. Niemand zweifelt daran, dass die Nazis in wenigen Monaten in Moskau sein werden. Großbritanniens Premierminister Winston Churchill, dessen Land bis dahin allein gegen Hitler kämpfte, bietet der Sowjetunion sofort alle nötige Hilfe an. Churchill hat beschlossen, seinen tief verwurzelten Antikommunismus ruhen zu lassen und schlägt Stalin ein Bündnis vor, das der sowjetische Diktator in seiner Bedrängnis nur zu gerne annimmt. Großbritannien ist aber auch mit der polnischen Exilregierung unter General Władysław Sikorski verbündet. Die fordert die Freilassung aller deportierten Offiziere und die Wiederherstellung der polnischen Grenzen von 1939. Churchill ist entschlossen, die Spannungen zwischen seinen Verbündeten beizulegen und lädt Polen und Sowjets zu Gesprächen über ein Abkommen ein. Und tatsächlich erkennt Stalin, vertreten durch Botschafter Iwan Majewski, die polnische Exilregierung offiziell an. Die in die Sowjetunion deportierten Polen sollen freigelassen werden. Amnestiert, so der Wortlaut der Sowjets.
Und die Fähigsten unter ihnen sollen auf sowjetischem Gebiet eine polnische Armee aufstellen, um gegen die Nazis zu kämpfen. Aber das Abkommen enthält nichts über Polens künftige Grenzen. Stalin will sich in diesem Punkt vorerst nicht festlegen. Nach einigem Zögern und erst auf Churchills Drängen hin, der ihn bittet, an Stalins guten Willen zu glauben, unterschreibt Sikorski. Die ersten polnischen Deportierten verlassen den Gulag und werden im Lager Totskoje am Rande des Urals versammelt. Aus den unterernährten Männern soll hier die neue polnische Armee aus dem Boden gestampft werden. Der Winter 1941 kommt früh. Die Menschen wohnen in einfachen Zelten bei teilweise 30 Grad minus. Nach ihrer Freilassung werden 93.000 an Erschöpfung und Krankheiten sterben. Die neue Armee wird von General Władysław Anders befehligt. Anders, der im September 1939 von den Sowjets gefangen genommen wurde, verbrachte 2 Jahre in der Lubjanka, wo er regelmäßig gefoltert wurde. Bei seiner Freilassung begrüßt ihn Beria höchstpersönlich mit den Worten: "Vergessen wir vergangene Streitigkeiten. Möchten Sie einen Tee? Zigaretten?" Anders begreift schnell, dass offenbar mehrere tausend polnische Offiziere verschollen sind. Unter ihnen beinahe sein gesamter Führungsstab von 1939. Als Josef Czapski und Salomon Slowes im Lager Tokstoje zu General Anders stoßen, berichten sie, was sie über die Evakuierung der 3 Klöster wissen. Es scheint ein Rätsel. Vielleicht wurden die Offiziere an die Deutschen ausgeliefert, wie Salomon Slowes argwöhnt. Anders alarmiert Sikorski in London. Der lässt sich vom Internationalen Roten Kreuz bestätigen, dass sich die vermissten Offiziere nicht in deutschen Gefangenenlagern befinden. Anders schließt daraus, dass seine Männer immer noch irgendwo in der Sowjetunion sein müssen und fordert vom Kreml eine Erklärung. Molotow, der zu den 6 Unterzeichnern des Hinrichtungsbefehls gehörte, lässt ihm antworten, alle Gefangenen seien wie verabredet freigelassen worden. Punkt. Aber Polens Exilpremier ist entschlossen, das Rätsel um die verschwundenen Offiziere zu lösen und die Grenzfrage zwischen Polen und der Sowjetunion zu klären. Sikorski wird von Kalinin empfangen, der ebenfalls den Exekutionsbefehl unterzeichnet hat. Er erklärt Sikorski und Anders, er habe keine Ahnung, wo sich die Verschollenen befinden könnten. Was die Grenzen angeht, dafür sei der Chef persönlich zuständig. Der ist gerade gut gelaunt. "Wir wollen uns doch nicht wegen einer Grenzgeschichte streiten", erklärt er den Polen lapidar und verschiebt alle Gespräche über das Thema. Dann sprechen die Polen die Angelegenheit der verschollenen Offiziere an. Stalin behauptet, er wisse darüber nichts, verspricht aber, Beria zu bitten, das Nötige zu tun. In Wirklichkeit hat er beschlossen, die Polen loszuwerden, indem er sie auf der Stelle in die Schlacht schickt. Ohne Ausbildung und ohne entsprechende Ausrüstung. Anders lehnt kategorisch ab. Prompt halbieren die Sowjets die Essensrationen der Exilarmee.
Anders ist nicht länger bereit, sich in der Frage der Verschollenen verschaukeln zu lassen. Im August 1942 beschließt er, seine Armee in den Iran zu verlegen, um sich dort den britischen Truppen zur Verfügung zu stellen. Gegenüber Chapsky äußert Anders, er sei überzeugt, die verschwundenen Offiziere seien vom NKWD exekutiert worden. Chapsky weigert sich, das auch nur in Betracht zu ziehen. Inzwischen sind auch die USA in den Krieg gegen Nazi-Deutschland eingetreten. Die größte Wirtschaftsmacht der Welt hat für die Kriegsanstrengungen ihrer Verbündeten unbegrenzte Kredite freigegeben und stellt ihnen ihre immensen industriellen Kapazitäten zur Verfügung. Stalin kann nun auf einen potenten Verbündeten zählen und wird bald vom massiven Zustrom an amerikanischem Kriegsmaterial profitieren. Außerdem ist er dabei, die Kontrolle über die militärische Lage zurückzugewinnen. Der hartnäckige Widerstand der Sowjets überrascht die Nazis, die einen totalen Vernichtungskrieg gegen das führen, was sie in ihrer Terminologie den jüdischen Bolschewismus nennen. Hunderttausende sowjetischer Juden fallen ihren Erschießungskommandos zum Opfer. Die Wehrmacht ist außerdem angehalten, sich aus dem Land zu versorgen, dessen Bevölkerung verhungern und durch deutsche Siedler ersetzt werden soll. Mit dem Mut der Verzweiflung bilden die sowjetischen Bauern Partisanengruppen, die hinter den deutschen Linien immer aktiver werden. Der NKWD kümmert sich indessen auf seine Weise um die Kampfkraft der Roten Armee. Auf die Direktive Stalins hin bildet Beria Spezialtrupps, die Zaghafte und Deserteure exekutieren. Und nicht selten greifen sowjetische Soldaten mit einem Maschinengewehr des NKWD im Rücken an, das Stalins Befehl unterstreicht: keinen Schritt mehr zurück. Im Februar 1943 erringt die Rote Armee in Stalingrad einen entscheidenden Sieg. Danach steht fest, die Sowjets werden Nazi-Deutschland vernichten. Die Amerikaner sind mittlerweile von einer regelrechten Sowjetmanie erfasst worden. In den USA wird Joseph Stalin zu Onkel Joe. Bei den Briten wiederum ist er fast so populär wie Churchill. Angesichts der drohenden Niederlage versuchen die Nazis hinter den Kulissen mit den Westalliierten einen Separatfrieden zu schließen. Warum nicht, im Namen des Antibolschewismus mit deren militärischer Unterstützung die Rote Armee zurückzuschlagen. Propagandaminister Josef Goebbels sucht nach allen nur denkbaren Mitteln, um das Bündnis zwischen den Angelsachsen und Stalin zu destabilisieren. Und tatsächlich wurde ihm soeben eine Information gereicht, die, so spekuliert er, den Engländern und Amerikanern beweisen wird, dass die wahre Gefahr vom jüdischen Bolschewismus und dessen Kopf Stalin ausgeht. Am 13. April 1943 verkündet Goebbels der Welt, die deutsche Armee habe im Wald von Katyn die Leichen der verschwundenen und vom NKWD ermordeten Offiziere entdeckt. Goebbels spricht von einem schändlichen jüdisch-bolschewistischen Verbrechen,
und nennt die Namen der ersten identifizierten Offiziere sowie den Zeitpunkt der Erschießungen. April 1940. Zwei Tage später weist Moskau die Meldung als faschistische Lüge zurück und behauptet, die Offiziere seien im Juli 1941 von den Nazis hingerichtet worden. Die deutschen Enthüllungen bringen zumindest Gewissheit über das Schicksal der polnischen Offiziere, das ihren Kameraden um General Anders 2 Jahre lang ein Rätsel war. Josef Czapski ist am Boden zerstört. Aber eine Frage bleibt. Wer waren die Täter? Viele polnische Soldaten wollen die sowjetische Version glauben. Katyn sei nichts als eine morbide Manipulation ganz im Stil der Nazis. Aber können Sie da sicher sein? General Anders drängt Sikorski, eine unparteiische Untersuchung zu organisieren, um endlich Klarheit zu bekommen. Sikorski ist zerrissen zwischen dem Wunsch nach Wahrheit und der politischen Notwendigkeit, Stalin zu schonen, um die Interessen Polens zu wahren. Einige der von den Deutschen identifizierten Offiziere sind nahe Verwandte seiner Minister, die darauf drängen, die Wahrheit zu erfahren. Sikorski wird dringend von Churchill in die Downing Street 10 gerufen. Der britische Premier ist äußerst angespannt. Wir brauchen Ihre volle Unterstützung, sagt Sikorski. Sie wissen, dass ich mit ganzem Herzen bei Polen bin, antwortet Churchill. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um ein sowjetisches Verbrechen handelt, fährt Churchill fort. Aber es ist vor allem eine Falle von Goebbels, damit wir uns mit Stalin überwerfen. Diesen Luxus können wir uns nicht leisten. Seien Sie vorsichtig und realistisch, sagt Churchill. Stellen Sie Stalins Wort nicht öffentlich in Frage. Zu spät, antwortet Sikorski. Ob es Stalin gefällt oder nicht, meine Regierung fordert eine unparteiische Untersuchung durch das Internationale Rote Kreuz. Das polnische Ersuchen wirkt auf die Westalliierten wie ein Verrat. Wie kommen diese verdammten Polen dazu, Stalins Aufrichtigkeit anzuzweifeln? Wie können sie sich von Goebbels für seine Machenschaften einspannen lassen? Ein besonders empörter Leitartikler schreibt sogar: Sollten diese Polen von den Russen abgeknallt worden sein, dann völlig zu Recht. Roosevelt ist überzeugt, dass Stalin zu einer solchen Gräueltat nicht fähig sei. Die Entdeckung Katyns bringt Stalin mitnichten in Bedrängnis. Er nutzt vielmehr die Gelegenheit, um die polnische Exilregierung loszuwerden. Die Sowjetunion bricht die diplomatischen Beziehungen zur Regierung Sikorski ab, die Molotow als Kollaborateure Hitlers bezeichnet. Roosevelt und Churchill entsetzt der Gedanke, Stalin könne das Bündnis verlassen. Sie entziehen Sikorski ihre Unterstützung. Die Frage der polnischen Grenze muss geklärt werden, ohne Stalin zu missfallen. Der Tatort Katyn wird von den Nazis kontrolliert.
Der polnische Rechtsmediziner Marian Wodzinski, Leiter des Gerichtsmedizinischen Instituts in Krakau, wird von Sikorskis Regierung beauftragt, ein Team des polnischen Roten Kreuzes nach Katyn zu begleiten. Es war 9 Uhr morgens, erinnert sich Wodzinski. Trotz der Kälte machte der furchtbare Gestank das Atmen zur Qual. Plötzlich sahen wir die Körper in der Grube Nummer 1. Die Deutschen hatten die Leichen in mehreren Schichten hinterlassen, die gut unterscheidbar waren. Wir verstummten. Nachdem wir zurückgetreten waren, setzten wir uns wortlos hin und blieben so den ganzen Morgen, bis wir uns wieder einigermaßen gefasst hatten. Er kommt zu dem Schluss: Der einzige Weg, die Täter zu ermitteln, ist, den Zeitpunkt der Hinrichtungen festzustellen. Das polnische Team macht sich an die Arbeit. Die Leichen werden von russischen Gefangenen exhumiert. Die Körper sind so stark aufeinander gepresst, dass sie nur schwer getrennt werden können, ohne sie zu beschädigen. Die Körper in der obersten Schicht sind zu einem fettigen Block zusammengeschmolzen. Was bedeutet, dass sie seit ihrem Tod nicht bewegt wurden. Jeder Leichnam wird durchsucht. Persönliche Papiere, Notizhefte und Zeitungen werden in eine Hütte gebracht, wo ein deutsches Team jedes Dokument registriert und übersetzt. Wir hatten freien Zugang, erinnert sich Marian Wodzinski, auch wenn die Deutschen sie als Beweis behalten wollten. Kein Dokument trug ein späteres Datum als den 20. April 1940. Vielen Offizieren wurden die Hände auf dem Rücken gefesselt und an manchen Körpern sind Bajonetteinstiche in Armen und Beinen zu erkennen. Das Fesseln und die Bajonetteinstiche zeigen, dass manche Opfer Widerstand geleistet haben, vermerkt Marian Wodzinski. Alle Leichen tragen Winteruniform. Es finden sich keine Spuren von Insekten, weder am Körper noch an der Kleidung. Die Hinrichtung fand also in der kalten Jahreszeit statt und nicht im Sommer 1941, wie die Sowjets behaupten. Bald wird auch klar, dass alle Opfer mit Geschossen des Kalibers 7,65 getötet wurden, die ausschließlich bei deutschen Pistolen der Marke Walter verwendet wird. Diese Entdeckung, so Dr. Wodzinski, hat die Deutschen total verblüfft. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie so etwas überhaupt möglich war. Als die Information Goebbels erreicht, ist er entsetzt. Er befiehlt, dass das absolut geheim bleibt. Da diese Tatsache aber unmöglich unterschlagen werden kann, gibt die Wehrmacht zu, dass Deutschland in den 30er Jahren eine große Anzahl von Walter-Pistolen an die Sowjetunion verkauft hat. Um den Eindruck der Unparteilichkeit zu erwecken, trommelt Goebbels Gerichtsmediziner aus 12 von Deutschland kontrollierten Ländern zusammen. Am 30. April 1943 treffen sie in Katyn ein. Professor Ferenc Orsos aus Budapest befragt auf Russisch Zeugen aus der Umgebung, die von den Nazis ausgesucht wurden. Und die behaupten, im Frühjahr 1940 sei ununterbrochen Lärm von Schüssen zu hören gewesen. Manche sagen, sie hätten gesehen, wie die polnischen Offiziere am kleinen Bahnhof Gniezdowa die Züge verlassen hätten und vom NKWD in Richtung Katyn geführt worden seien.
Den Zeugen zufolge sei der Ort bereits seit 1918 von der Cheka für Hinrichtungen genutzt worden. Zwar machen sie den Eindruck, sie würden einstudierte Aussagen herunterleiern, aber ihre Angaben werden durch die Gruben 8 bis 11 bestätigt. Dort liegen ältere Überreste von Zivilisten, die mit Genickschüssen getötet wurden. Professor Orsos, so Marian Wozinski, führte eine detaillierte Autopsie durch, der ich beiwohnen konnte. Er untersuchte ausführlich die Schädel, um anhand der im Inneren abgelagerten Calciumschichten zu bestimmen, wie lange sie schon verscharrt waren. Ich stimmte mit seiner Schlussfolgerung überein, erinnert sich Wozinski. Sie lagen seit etwa 3 Jahren dort. Der einzig wirklich neutrale Gerichtsmediziner am Tatort, der Schweizer Professor Naville, so Wozinski weiter, interessierte sich für die Vegetation nahe der Gruben. Auf das Massengrab waren junge Kiefern umgepflanzt worden. Ein Querschnitt machte deutlich, dass sie 3 Jahre zuvor im Laufe des Jahres 1940 verpflanzt worden waren. Angesichts der zahlreichen und übereinstimmenden Beweise haben Marian Wozinski und die anderen Gerichtsmediziner keinen Zweifel am Zeitpunkt des Verbrechens. April 1940. Es kommen also nur die Sowjets als Täter in Frage. Marian Wozinski bleibt 5 Wochen in Katyn und versucht, so viele Opfer wie möglich zu identifizieren. Er wird unter ihnen auch 2 gute Freunde finden. Bei den 700 Autopsien, die er vornimmt, stellt er eine verblüffende Regelmäßigkeit bei der Lage des Einschusslochs fest. Nur 2% der Schüsse gingen fehl und erforderten eine Wiederholung. Die Schützen waren erstaunlich erfahren und führten eine präzise und eingespielte Bewegung aus. 70% der 4.404 Leichen werden identifiziert. Dann werden die Toten erneut begraben. Alle stammen aus dem Kloster bei Kosielsk. Das Schicksal der Gefangenen aus Ostaschkow und Starobielsk bleibt ein Rätsel. Am 7. Juni 1943 werden die Arbeiten in Katyn eingestellt. Die Wehrmacht muss sich aus Smolensk zurückziehen. Wenige Wochen später ist Katyn wieder unter sowjetischer Kontrolle. Wozinski lässt seine Erkenntnisse dem polnischen Widerstand zukommen, der sie nach London weiterleitet. Im Juli 1943 erhält Churchill einen streng geheimen Bericht des Foreign Office, des britischen Außenministeriums, der bestätigt, dass Katyn ein sowjetisches Verbrechen war. Churchill leitet den Bericht an Roosevelt weiter mit den Worten: Nun stehen die Tatsachen fest. Keiner von uns darf jemals darüber sprechen. Katyn hat keinen praktischen Nutzen. Bitte mir diesen Bericht nach Sichtung zurückzuschicken. On the way to Tehran, Stalin, Roosevelt and Churchill, plus their staffs, all came by air. The Soviet's great leader leaving his country for the first time for over 30 years. Im Sommer 1943 ist Stalin nicht gut auf Churchill und Roosevelt zu sprechen. Sie haben ihre Zusage, in Europa zu landen, immer noch nicht gehalten. Und jetzt erfährt er, dass er sich noch weiter gedulden müsse. Ein Grund mehr, ihn in Bezug auf Polen zufriedenzustellen. Churchill schlägt eine Lösung vor. Der Brite legt 3 Streichhölzer auf den Tisch, die das polnische Staatsgebiet darstellen sollen. Churchill nimmt das rechte und legt es nach links außen. Polen wird nach Westen gerückt. So behält Stalin seine Eroberungen von 1939,
Polen erhält zum Ausgleich einen Teil des deutschen Staatsgebietes. Stalin willigt ein. Dafür müssen Millionen Polen und Deutsche umgesiedelt werden. Aber wie Stalin sagt, Nationalitäten sind nur eine Frage des Transports. Roosevelt bittet Stalin, die Abmachung bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl im November 1944 geheim zu halten. Er will nicht riskieren, die Stimmen der Wähler polnischer Herkunft zu verlieren. Stalin ist von dieser Art demokratischer Subtilität zwar überrascht, aber gern bereit, dem amerikanischen Präsidenten den kleinen Gefallen zu tun. В январе 44 года советское правительство вернулось к трагедии в Катынском лесу под Смоленском. Die Leichen von Katyn werden durch eine rein sowjetische Expertenkommission noch einmal ausgegraben und obduziert. Die kommt zu dem Schluss, dass die Polen 1941 hingerichtet wurden, als das Gebiet unter deutscher Kontrolle stand. Было убедительно доказано, что расстрелы – дело рук гитлеровцев. Каждый офицер был убит выстрелом в голову. Знакомый почерк фашистских палачей. Die Zeugen geben an, sie hätten unter dem Druck der Gestapo ausgesagt und widerrufen ihre früheren Äußerungen. Da die Nazis alle bei den Leichen gefundenen Dokumente mit nach Berlin nahmen, produziert der NKWD neue Beweisstücke. Многие из обнаруженных в земле свидетельств относились ко времени позднее 40-го года. Вот письмо польского офицера на родину, датировано 20 июня 41-го года. А Геббельс утверждал, что поляки были расстреляны еще в 40-м. Другое письмо, дата сентябрь 41-го. So gelingt es dem NKWD, selbst bei den skeptischsten der geladenen Beobachter Zweifel zu sehen. Katyn, also doch ein Verbrechen der Nazis. Nach Beendigung des Krieges wird Polen wie verabredet nach Westen verschoben. Der sowjetische Diktator setzt einen linientreuen Kommunisten an die Staatsspitze, Bolesław Bierut, den die Polen bald den kleinen Stalin nennen. Die Tschechisten terrorisieren die Bevölkerung und eliminieren wie gewohnt alle Gegner der kommunistischen Partei. Kein Pole wagt mehr, das Massaker von Katyn zu erwähnen. Ansonsten drohen Verhaftung oder Schlimmeres. Im Verlauf der Nürnberger Prozesse gibt sich der sowjetische Ankläger alle Mühe, das Massaker den Nazis anzulasten, um die sowjetische Version des Geschehens international durchzusetzen. Aber das Tribunal stuft die von Moskau vorgelegten Beweise als unzureichend ein und lehnt es ab, einen Beschluss zu fassen. Katyn bleibt ein Massenmord ohne Urteil und ohne Täter. Ein Rückschlag für die Sowjets, der lediglich zeigt, dass ihre Version auf wackeligen Füßen steht.
Mr. Chersky, do you object to being photographed? No. No objections to being photographed. In der antikommunistischen McCarthy-Ära öffnet 1951 ein Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses die Katyn-Akte erneut. Joseph Chapsky lebt mittlerweile als politischer Flüchtling in Frankreich. Er wird nach Washington D.C. eingeladen und gibt eine Erklärung ab, an deren Schluss der Ausschussvorsitzende ihn fragt: To say who, what government is responsible for the massacre at Katyn, in your opinion? Po pierwsze, nie mam żadnej wątpliwości, że zamordowani ci ludzie zostali przez Sowiety. I want to thank you for your testimony. Drugi punkt, muszę powiedzieć. Drugi punkt, że zapominamy, że Rosja Sowiecka jest państwem najbardziej centralizowanym jako rozkazodawstwo. Dlatego odpowiedzialny za morderstwo nie jest jakiś tam sadysta, NKWD-sta, ale odpowiedzialny jest Beria i Stalin. Der Untersuchungsausschuss befindet, dass der sowjetische Staat für Katyn verantwortlich sei. Beweise liefert er allerdings nicht. Das Weiße Haus und die CIA weigern sich, geheime Informationen freizugeben. Mitten im Kalten Krieg wollen weder Washington noch London Stalin unnötig provozieren. Nach Stalins Tod hoffen die überlebenden polnischen Offiziere und die Familien der Opfer, dass die Wahrheit über Katyn endlich ans Licht kommt. Was die Mitglieder des Politbüros angeht, sie sind einerseits erleichtert, die letzten Jahre der Tyrannei und der Paranoia unter Stalin waren auch für sie der reine Horror, andererseits fürchten sie immer noch um ihr Leben. Denn auch Beria, seit nunmehr 15 Jahren Chef des NKWD, war geschickt genug, Stalin zu überleben. Als Herr über die innere und die äußere Sicherheit hat er Zugriff auf kompromittierende Dossiers über das gesamte Politbüro und verhält sich bereits, als sei er der neue starke Mann. Aber die anderen Schergen Stalins verbünden sich gegen ihn und ordnen seine Verhaftung an. Am 23. Dezember 1953 wird Lavrenti Beria nach einem Geheimprozess erschossen. Ganz in tschechistischer Tradition. Auch unter dem neuen Kreml-Chef Nikita Chruschtschow bleibt Katyn ein Staatsgeheimnis, das um jeden Preis gewahrt werden muss. 1959 schlägt Berias Nachfolger Alexander Scheljepin in einem geheimen Memorandum an Chruschtschow vor, alle Karteikarten der 1940 vom NKWD hingerichteten 21.857 Polen zu vernichten. Diese Karten, schreibt Scheljepin, könnten eines Tages diese Operation enthüllen, mit allen für unser Land unerfreulichen Konsequenzen. Bis heute weiß niemand, ob Nikita Chruschtschow die Vernichtung dieser Beweismittel genehmigt hat. 1964 erbt Chruschtschows Nachfolger Leonid Brezhnev das Geheimnis. Als erfahrener Propagandist beschließt er, eine Nebelkerze zu zünden. Er ordnet eine jährliche Gedenkfeier für das Massaker von Katyn an. Katyn mit CH im Deutschen. Ein kleines Dorf in Weißrussland, deren Einwohner von den Nazis bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Im Zuge der Entspannungspolitik lädt Brezhnev US-Präsident Richard Nixon nach Katyn ein, der das Mahnmal 1974 offiziell besichtigt.
Daraufhin beschließen die Exilpolen in London den Bau eines Denkmals in der britischen Hauptstadt, auf dem schlicht stehen soll Katyn, 1940. Die Erwähnung des Jahres 1940 löst bei Brezhnev einen Wutanfall aus. Er fordert Großbritannien auf, diese Provokation zu unterbinden. Die britische Regierung gibt sich alle Mühe, aber es gelingt ihr nicht, den Bau des Denkmals zu verhindern, das 1976 eingeweiht wird. Ein Enkel Churchills, Abgeordneter im Unterhaus, legt im Namen der Familie einen Kranz nieder. Von den britischen Medien wird das Ereignis weitgehend ignoriert. »1980 setzt sich die Gewerkschaft Solidarność an die Spitze einer Massenbewegung gegen das kommunistische Regime Polens, das zusammenzubrechen droht. Da übernimmt General Wojciech Jaruzelski in Warschau das Ruder. 1941, mit 18 Jahren, wurde er mit seiner Familie, wie 1 Million anderer Polen, von Beria nach Sibirien deportiert.« Dass er oft eine dunkle Brille trägt, liegt daran, dass ihm der Schnee die Augen verbrannt hat. Nach dem Krieg steigt der junge Offizier schnell auf und wird 1968 Verteidigungsminister. Er ist Moskau unerschütterlich ergeben. Als Ministerpräsident ruft er im Dezember 1981 das Kriegsrecht aus und lässt alle Anführer der Solidarność verhaften. 1985 wird Michail Gorbatschow die neue Nummer 1 in der UdSSR und versucht, das in den letzten Zügen liegende System zu reformieren. 2 Jahre später, kurz vor einem offiziellen Besuch in Polen, lässt er sich die streng geheimen Akten über Katyn und die polnischen Offiziere kommen. Nachdem er die 47 Jahre zuvor vom Politbüro unterzeichneten Dokumente gelesen hat, lässt Gorbatschow sie erneut versiegeln und erklärt die Angelegenheit wieder zur Geheimsache. »1988 brechen neue, von der Gewerkschaft Solidarność angeführte Streiks aus. Die Lage in Polen gerät außer Kontrolle.« Im Februar 1989 beschließt Jaruzelski, mit der Solidarność zu verhandeln. Am 18. Juni, nach Wahlen, bei denen sogar nicht-kommunistische Parteien antreten durften, ist die allgemeine Ablehnung des Regimes so offensichtlich, dass Jaruzelski sich in das Amt des Staatspräsidenten zurückzieht und gezwungen ist, einen Bürgerrechtler und Berater der Solidarność als Ministerpräsident zu berufen. Tadeusz Mazowiecki wird der erste nicht-kommunistische Regierungschef im gesamten Ostblock. Wenige Wochen später muss Jaruzelski dem öffentlichen Druck nachgeben und stellt Gorbatschow ein Ultimatum. Wenn der Kreml nicht die Wahrheit über Katyn offenlegt, wird er seinen anstehenden Besuch in Moskau absagen. Angesichts dieser Drohung, die Jaruzelski unter Brezhnev die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt und unter Stalin eine Kugel in den Kopf eingebracht hätte, verspricht Gorbatschow, einige Fakten bekannt zu geben. Mittlerweile ist der Kreml-Chef selbst dabei, die Kontrolle über sein Land zu verlieren. Durch die Führung der UdSSR geht ein Riss zwischen den Progressiveren, die mehr Reformen fordern, und den Konservativen, die keine Veränderungen wollen. In diesem chaotischen Umfeld wagen sowjetische Akademiker sogar, in der offiziellen Presse einen Artikel zu veröffentlichen, der das Verbrechen von Katyn dem NKWD zuschreibt. Der in Auflösung befindliche sowjetische Machtapparat ist nicht mehr in der Lage, die jahrzehntelang gehüteten Fakten zu unterdrücken. Am 13. April 1990 gibt Moskau endlich das Massaker von Katyn zu. In einer unscheinbaren Pressemitteilung, die
die das Verbrechen auf Beria abwälzt und den sowjetischen Staat von jeder Schuld freispricht. Erst 1993, nach dem Zerfall der Sowjetunion, lässt der russische Präsident Boris Jelzin die geheimen Befehle veröffentlichen, die beweisen, dass der sowjetische Staat die volle Verantwortung trägt. Auch das letzte Geheimnis wird gelüftet. Die Orte, an denen die Gefangenen aus Ostaschkow und Starobielsk verscharrt wurden. Die Opfer aus Ostaschkow liegen in einem Massengrab in einem Wald bei Medneue, 200 Kilometer nördlich von Moskau. Die aus Starobielsk, nahe der ukrainischen Kleinstadt Pjatichatki. Unmittelbar neben einer Freizeitanlage für Angehörige des KGB und ihre Kinder.